Ja, Chris Mamoro zum Abschluss einer langen Rennsaison hier am Nürburgring, der dritte Platz und damit Podium beim VLN-Finale 2017. Wie hast du das Rennen erlebt? Auch bei mir war es sehr, sehr gut. Ich habe einen richtig komplett trockenen Spot gefunden, wo ich gefahren bin. Stipi hat es am Anfang ein bisschen schwieriger gehabt mit den Regenreifen unter den Bedingungen, als es dann ein bisschen abgetrocknet hat am Anfang. Insgesamt haben wir alle einen super Job gemacht. Das Auto war echt gut zu fahren und mir hat es richtig Spaß gemacht, als ich unterwegs war. Für dich nach einiger Pause hier auf der Nürburgring Nordschleife quasi das Comeback im Audi. Du bist ja zu Beginn des Jahres in Bentley gefahren. Wie groß war dann die Umstellung, jetzt heute hier wieder in den Audi reinzusteigen? Es waren zwei Faktoren. Ich bin einerseits das letzte Auto in Bentley gefahren, so wie du schon gesagt hast. Und dann bin ich jetzt 5 Monate gar nicht im Rennauto gewesen. Von daher war das für mich hier heute wirklich eine Herausforderung. Aber das Team hat mir super geholfen, mich wieder einzufinden. Das Auto war wirklich gut zu fahren. Das war jetzt natürlich immer die Basis dafür, dass man wieder schnell irgendwo auf Speed kommt. Und ja, schlussendlich habe ich ein paar Runden gebraucht, um in den Rhythmus zu kommen. Aber dann habe ich mich wieder wie damals gefühlt, als ich das letzte Mal hier gefahren bin. Du hast gerade ja die recht lange Pause angesprochen. Wie sehr juckt es an einem Vollblutrennfahrer wie dir in den Fingern oder besser im Gasfuß mal auch auf der Nordschleife wieder Gas zu geben? Ja, das merkt man schon. Also wenn man dann zu Hause ist, dann versucht man zu vermeiden, die anderen Jungs fahren zu sehen. Aber es interessiert dann natürlich immer, was wer wie wo macht und das lässt einen nie los. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass ich wieder die Möglichkeit bekomme, öfter hier zu fahren. Speziell auf der Nordschleife und beim 24-Stunden-Rennen. Also ich hoffe mal, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Das würde uns und viele Fans von dir sicherlich sehr freuen. Wir wünschen dir erstmal eine schöne Winterpause und hoffentlich dann im März 2018 hier beim VLN-Start wiederzusehen. Ich danke dir.